Algeriens Nationalspieler sind bester Stimmung. Es ist eine Mannschaft ohne große Stars. Nur als Einheit kann ihnen bei der WM eine Überraschung gelingen. Ihr bosnischer Trainer Vahid Halilhodžić setzt vor allem auf Ausglanz-Algerier, die in Frankreich, Italien oder Spanien spielen. Der Schlüssel zum Erfolg? Schwierig. Die Weltklasse-Spieler natürlich. Unsere Chance liegt nur im Zusammenspiel als Team. Algerien ist ein fußballverrücktes Land. Nach der Qualifikation gegen Burkina Faso vor einem halben Jahr war das Land im Ausnahmezustand. Volksfeststimmung. Hunderttausende feierten die vierte WM-Teilnahme. Glücksgefühle für die algerische Bevölkerung. Der Fußball ist die einzige Möglichkeit für uns, um unsere Freude auszudrücken, um Druck abzubauen und uns zu entspannen. Wir haben ja sonst nichts, um glücklich zu sein. Denn das ist ihr Alltag. Politische Menschenansammlungen sind in der Hauptstadt Algier verboten. Die Polizei greift hart durch. Das Land wird von korrupten Politikern regiert. Präsident ist seit 15 Jahren Abdelaziz Bouteflika. Stagnation statt Aufbruch. Vor allem die Jugend sieht wenig Perspektiven im heutigen Algerien. Es gibt in Algerien viele arme Menschen. Wir haben sehr viele arbeitslose Jugendliche. Jeder hat Probleme. Deshalb toben sich die jungen Menschen im Fußballstadion so richtig aus. Vor allem bei Länderspielen. Der Fußball lässt die Sorgen vergessen. Die Fans wünschen sich das Erreichen der K.O.-Runde. Eine große Bürde für die Spieler, denn das hat Algerien bei einer Fußballweltmeisterschaft noch nie geschafft.